Der schwarze Magier, willkommen zurück mit Nonsense RPG und angeschlagener Stimme. Geht es jetzt endlich mal weiter? Block 2 war's, genau. Da war ja was. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, wir haben einfach wieder random die Welt erkundet. Denn random erkunden ist cool. Der Käfer ist... Nein, die Käfer. Und das geht schon wieder gut los. Die Käfer aus den Höhlen lassen sich für gewöhnlich nicht im Dorf blicken, dennoch halte ich mich von den Eingängen fern. Es geht heute echt nicht so gut mit der Stimme. Seit es diese Käfer in den Höhlen gibt, war ich nicht mehr im oberen Teil des Dorfes. Schade eigentlich, da hat man nämlich eine schöne Aussicht. Ja. Feigting, dring, ding, ding, im Dorf? Oh, wo geht's hier lang? Ursprünglich war der obere Teil des Dorfes dafür gedacht, den Bewohnern des Dorfes Schutz zu bieten, falls Monster angreifen sollten. Paradoxerweise haben sich vor ein paar Jahren aber seltsame grüne Käfer in den Höhlen, die nach oben führen, eingenistet. Ist das eigentlich paradox? Wenn du Laden so Sacheltränke anbietest, solltest du mal in den oberen Teil des Dorfes gehen. Oh. Was haben wir hier noch? Nanu, dich habe ich ja noch nie gesehen. Bist du für die Durchreise? Denk bloß nicht, dass es ja schon ganz Edeka ist. Durch die Höhlen hier gelangt man nämlich zum Rest des Dorfes. Aber sei auf der Hut, dort hausen seltsame Käfer, die sich mit Buschblättern tarnen, oha, um sich besser an ihre Opfer heranschleichen zu können. Mein Gott. Ich sehe was. Slimy kriegt aufs Maul und es laggt. Oh ja, lagging. Wie habe ich das vermisst? Irgendwas kommt mir gerade seltsam vor. Laggt es oder geht es schneller als normalerweise? Irgendwas kommt mir seltsam vor. Ich bin das Let's Play nicht mehr gewöhnt. Was musste ich auch krank werden? Ich bin es ja eigentlich immer noch. Und ich setze hier für euch meine Gesundheit aufs Spiel. Ja. Hui. Lustiges Farbenratespiel. Ich wollte meiner Freundin eine Blume pflücken, aber die sind alle so schön, wenn ich nur wüsste, was ihre Lieblingsfarbe ist. Wenn ich doch nur wüsste, wer deine Freundin ist, dann würde ich sie jetzt mal besuchen gehen. Obwohl ich jetzt schmolze, gibt es sich in Edela noch sehr friedlich und ruhig, genau wie früher. Ich denke, solange wir die Monster in Ruhe lassen und ihnen nicht zu nahe kommen, greifen sie uns auch nicht an. Ja, dafür plündere ich eure Stadt. Mord und Totschlag, überall Feuer und Verderben und bla. Wer ist denn deine Alte? Bist du seine Alte, auch wenn ich schon mit dir geredet habe? Bla, nein, bin ich nicht. Ich bin doch frei. Hallo. Juhu, wir können uns wieder aufstocken, ein bisschen Abwehr. Das bisschen Abwehr skillt sich von allein, sagt mein Held, das bisschen Abwehr. Ach ja. Guten Tag. Oh, ein Gast, wie schön. Kann ich irgendetwas anbieten? Einen Kaffee vielleicht, oder einen Tee, oder eine schnelle Nummer? Eigentlich bin ich hier, um ein paar Goldmünzen abzuholen, die sie noch... Oh, stimmt, da war ja noch was. Die sie noch einen der Bauern auf dem Hof im Westen schulden. Also wirklich zu dumm. Wenn ich jetzt den Goldblitz besitzen würde, dann hätte ich sie ihm natürlich schon längst zurückbezahlt. Mein Gott, seid ihr alle arm. Wie kannst du dir das Brot auf dem Tisch leisten? Aber dann hätte ich nicht mehr genügend Goldmünzen für mich selbst. Sag mal, das ist jetzt nicht das hier verlangt. Aber ja, könntest du das Schultern für mich bezahlen? Yes. Das ist wirklich für mich tun? Nein. Ich wollte dich nur verarschen. Du bist ja wirklich ein lieber Kerl. Oh, 10 Attributspunkte. Awesome. So, wo ging's weiter? Ich denke, jetzt müssen wir durch die Höhle, um in den oberen Teil zu kommen. Ja, kommt, ich bin schon bestens informiert. Ja, grün unter grün. Alles klar. Da sieht man auch schon viel. Das ist ja so super. Das sind ja wahre Tarnungsexperten. Die könnten bei Metal Gear Solid mitmachen. Die Käfer. Ah! Weg.
So. Der müsste aber braun sein, so Pappkartonkäfer. Das wäre awesome. Da. Jetzt muss ich hier kämpfen, nur damit ich zum anderen Teil des Dorfes komme. Muss ich das dann immer machen? Das ist ja nervig. Und ich glaube, die Musik ist einfach ein bisschen gerade zu laut. Zumindest mir ist sie zu laut. Ja, mir ist das einfach zu laut hier. So kann ich nicht arbeiten. Und mit Lags kann ich auch nicht arbeiten. Blaubeeren! Yay! Und jetzt laggt es schon wieder. Och nö, und dann wird alles asynchron. Und dann bin ich frustriert. Ja, und dann muss ich das an meiner Ehefrau auslassen, die ich nicht besitze. Und dann... Ach, keine Ahnung, leckt mich am Arsch. Ich gehe wieder. Tschüss. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Aha, ja. Das ist ja interessant hier, also... Wow. Also, nee, also wirklich wow. Also, Viertel. Wow. Also, ich meine, wow. Wow, mir fällt einfach nichts ein, was ich jetzt sehen könnte. Das ist eigentlich einfach ein bisschen wow. Das ist einfach so wow hier. Und wow. Und Busch und wow. Och, kommt schon. Ich möchte irgendein Secret oder einen Ausgang. Ein Secret wäre mir jetzt gerade lieber irgendwie. Wenn ich schon kämpfen muss, dann will ich auch Secrets. Ich denke mal, da unten geht es, weil da waren zwei, ja. Ja, ich sehe, da habe ich eine, da. Da war eine Kiste. Das heißt, da muss irgendwo eine Leiter sein oder so. Da war definitiv eine Kiste. Ich weiß es aus, ich bilde mir das schon ein. Nur weil ich jetzt unbedingt ein Secret haben will, bilde ich mir schon Kisten ein. Ich werde wahnsinnig. Aber hätte ich sie mir dann nicht direkt vor mir eingebildet und nicht irgendwo weiter oben? Ich weiß nicht. Wann habe ich angefangen mit Aufnehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß alles nicht. Ich bin heute ganz schön blöde. Aber heute werde ich wahrscheinlich nicht 3 Videos machen, sondern 25. Ich meine 2. Weil das mit der Stimme, das ist dann nicht so ganz so. Aber ich hatte jetzt gerade so Lust, den Schwarzen Magier weiterzuspielen, weil ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht und da ist eine Leiter. Dass ich einfach dachte so, jetzt der Schwarze Magier. Und der Tag ist gerettet. Hooray. Oh, ich bin oben. Ich wollte aber zur Kiste. Ich will hier nicht sein. Da ist die Kiste. Da. Ich muss den Berg runterspringen. Los, jump. Jump. Spring doch. Ich kann nicht. Guten Tag. Ist der blaue Himmel nicht wunderschön? Und die gelbe Sonne strahlt so herrlich. Am liebsten mag ich... Aber am liebsten mag ich das Abendrot. Abendbrot. Abendbrot? Nee, Abendrot. Passt schon. Aha. Oder Abendbrot mag ich auch. Hat man von hier nicht eine herrliche Aussicht? Ja, wow! Das ist ja, also, boah, ey, und so, also, boah. Ja, voll geil. Was zur Hölle? Tingel oder Tingels? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so lange kein Zelda mehr gespielt. Jedenfalls grüner, nerviger Kerl. Ich weiß noch, bei Wind Waker, da war ich immer der grüne, nervige Zwerg auf dem Gameboy und hab dann immer Bomben kaufen dürfen. Ja, das war noch toll. Das war so toll. Ah, Lauchtinktur und Pflaumensaft. Ich kauf das, was weniger assi ist. Ja. Also, Moment. Himmel, blau und... Ist das vielleicht die Freundin? Weil ich glaube, die Blumen waren auch gelb, blau und rot. Was war das jetzt? Keine Ahnung, ich habe es einfach rumgelegt. Das... Ja, natürlich. Das ist ja so in irgendeinem Random-Haus. Hier wohnt der Leitermeister. Und der Herzmeister auch noch. Boah, das ist ja ein Multitalent. Kletter ich jetzt da runter... Oder nicht? Also hier gibt es nichts mehr. Aber ich möchte jetzt zu der Kiste. Davor mache ich hier gar nichts, ja? Gar nichts. Das heißt, ich muss vielleicht da links lang. Ich kämpfe jetzt hier auch nicht so viel rum. Nö. Nur wenn ich Lust habe. Zum Beispiel jetzt. Da. Die können eh nichts. Die sind easy going. Total easy. Ach ja, da, ist das nicht schön, so durch die Höhlen zu spazieren und kleine wehrlose
Käfer zu massakrieren und sie auszuweiden und ihre Herzen zu fressen. Und ja, also, so ein schöner Tag heute. Und natürlich auch wehrlose Büsche töten. Der Endboss in dem Spiel ist bestimmt irgendein Ökoaktivist, der mich dann dafür töten will, dass ich alle Büsche und armen, wehrlosen Tiere hier massakriert habe. Ja, ja. Da. Ach Gott. Ich will doch nur zum Secret. Ist das denn zu viel verlangt als Protagonist in der heutigen Zeit? Nee, da muss man immer für alles, muss man 1000 Umwege laufen, nur damit es logisch ist. Oder nur damit das Spiel in die